Wunderschön, da bin ich auch schon wieder. Euer Odin und ich begrüße euch zum neuen Unboxing. Ich habe hier noch was. Wir wollen die V2-Version von Bob and Brett auspacken. Das ist so eine Massagepistole. Ich habe extra die erste Version noch mal geholt. Ich habe den Karton von der ersten Version leider nicht mehr. Also den kann ich euch nicht zeigen. Das ist ja auch schon über ein Jahr her, glaube ich, wo ich das gezeigt habe. Aber hier haben wir dann die neue Version. Die haben auch jetzt schon eine kleinere Version für der Hand, wo du dann machen kannst. Ich werde jetzt mit euch erstmal in die andere Ansicht wechseln und dann gucken wir uns das mal an. So, jetzt sind wir auch am Unboxing-Tisch. Das werden wir da mal auspacken. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, wo die Unterschiede zwischen V1 und V2 sind. Können wir uns dann nachher mal angucken. Tasche sieht fast identisch aus. Ist identisch. Machen wir im zweiten Video. Wir gucken jetzt erstmal nur, was drin ist. So, wir haben die Massagepistole an sich. 1, 2, 3, 4, 5 Aufsätze. Das ist eigentlich auch genauso wie bei der ersten Version. Das können wir ja schon mal auspacken. Nee, die sieht schon von der Farbe her, sieht die ein bisschen anders aus. Fühlt sich auch ein bisschen anders an. Kommen wir im Hardware-Video dazu. Wir haben wieder ein Ladekabel mit dabei, logischerweise. Wir haben ein Ersatzgummi mit bei, der ist hier für hier vorne. Oder? Doch, der war für da vorne. Aber ist da gar keiner drin jetzt gerade. Ach nee, der ist für die Dinger gewesen hier. Und eine Anleitung haben wir auch noch mit bei. Ja, mehr ist da eigentlich nicht mit bei. Ja, also wir haben halt praktisch diesen gefederten Kopf. Der kann jetzt hier nicht so weit drin drücken, aber da ist halt Luft drin und der, ja, der federt so ein bisschen. So, dann haben wir halt hier mit Plastik wirklich eine Spitze, also eine abgerundete Spitze. Wenn wirklich Muskelpartien hart sind, den mag meine Frau. Diesen breiten. Nee, ich kann stehen. Den für und den für die Schulternblätter zum Beispiel. Und dann haben wir auch noch eine, oh Gott, Kugel. Die ist dann halt so mit so einer Art Styropor, ein härteres Styropor ummantelt. Die ist auch sehr gut. Und dann nochmal so wie so eine kleine Gabel. Um an der Wirbelsäule lang gehen zum Beispiel oder so. Also macht da mal keinen Unfug irgendwie. Lest euch die Anleitung durch. Ich mache halt auch nur bei Frauchen so ein bisschen den Rücken, Schulterblätter und so, weil sie immer so verspannt ist nach der Arbeit. Es sieht aber auch sehr gut mit dem und dem für die Beine, zum Beispiel bei den Waden zum Beispiel. Kann ich euch auch empfehlen. Die Beden für die Waden und dann bei den Waden dann hoch und runter gehen, wenn man viel gelaufen ist. Deswegen habe ich mir das andere jetzt erstmal geholt vom Frauchen. Das ist nämlich bei ihr oben. Das macht sie dann nach der Arbeit immer. Oder zwischendurch mal, wie sie Bock hat, macht sie immer schnell die Waden durchknüppeln. Ja. Würde ich aber jetzt hier erstmal sagen, machen wir einen Cut und wir sehen uns gleich im Hardware-Video.